need to get all this pasta and the meatballs out to the customers. These guys look dangerous, Patrick. Warte. Someone back here in the kitchen. Oh, was? 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 Ich muss. Besiege die Kirche. How dare you treat my kitchen like a rinky-dink trattoria? Stand back. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Yeah, us real superheroes are here to save the day. Ich glaube, das hätte ich echt nicht machen sollen. If they touch me again, I'm making you all bus boys. Ihr müsst alle spülen. Okay, der Kuhn hat mehrere Angriffe. Ja, ich finde den ganz cool. Geil. Geil. Ja, jetzt kommt der Ohren. Deine Fürze wäre ein krasses Hilfsmittel für den Kampf. Wenn du es sofort kann, den feindlichen Zug komplett löschen. Was? Okay. Was? Guess we can store your corpses in the walk-in for a good 6 weeks. Das ist cool. Das finde ich interessant. So, und sollte der erste komplett weg? Ja, der erste ist perfekt. Nice. Jetzt kommt er natürlich dann. Heilt. Echse und Top. Gibt's nicht, ne? This kitchen is about to heat up. Gibt's nicht. Gibt's nicht. So, jetzt kriegt er aber erstmal welche drauf. 69, das ist, ja. Ja, doch. Er brennt jetzt. So. 51, ja, doch. Jetzt kommen die beiden wieder dran. Aua, was soll denn das? Oh, ich will die Ult vom Kuhn sehen. Der hat... Alter, heftige Lage. Ja, genau. Gut so. So, nice. Ich vergesse immer wieder, dass der zweite, wenn die eingekesselt sind, auch noch ein Treffer landet. Ich vergesse das immer wieder. Aber ich finde das immer noch mega cool. So. So. So, der ist dann weg. Nice. Okay, let's see what you got, new kid. Und haben Ultimativkraft bereit. Nee. Dann beende ich den Zug. Learn, newbie. The coon's on deck. The rest of you, try not to die. Nice. Oh, ja, yeah, doch, doch. Oh, blutend. Alles klar, ja, doch, doch. Der sollte jetzt weg sein. Fuck, I'm dripping all over the place. Der sollte, ja, der ist definitiv weg. Komme, was wolle. Ich mach den. Passt, der erste ist, also der dritte ist jetzt weg. Einer ist noch übrig. Mach eine saftige Brachiola. Ne. Boah. Ja, dann mach, komm, hau raus. Hau raus. Dann gibt's jetzt richtig aufs Maul. Das schaffen wir schon. Wow, people are still alive down here.
Show them what you're made of, butthole. So, machen wir das mal. Sollte alles schon da gehen, unterkühlen. Er ist auch nicht dagegen anfällig. Also immun. So, nein, ja. Ja, wenn er jetzt... Wenn der Zug jetzt unterbrochen wird. Nice. Nichts machen. Ich hier noch einen ab und jetzt gleich noch von mir. Und jetzt ist er weg. Das war ein super Sieg. Schöner Sieg, schöner Kampf, alles super. Geil, läuft. Pizzarelli Ploppergerät, Schneebesen und Fagocini. Alles nehmen und weiter. Haben wir geschafft. Zeit für zum Kampf nutzen, alles klar. Alles klar. Kohlenhydratkreuzritterwander. Aber der Weg ist blockiert. Ja. Maybe we could trigger my diabetic rage somehow. Alles klar. Of course, with my super strength, I could knock it over. But I can't use apple juice without my insulin. We need to find a way. Nee. Tip that over without resorting to apple juice. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Ich bin so ein Sachen, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn, Moment, ich hab's. The coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes. Alter, he was trying to help me unlock my true powers. We've got to get through there and get to classy, sidekick. For the good of South Park. For Coon and friends. I need you to fart on my face. I am not amused. Don't be shy. Was? Wir... Just tell me where to stand. Okay. All right. Ready when you are. Krass. Out of the way. We did it. The path is clear. It's so hard for me to lose control of myself. But if we're ever in a dire situation like that again, know that you can fart in my face. Du kannst mir Diabetes und du kannst mir immer gerne ins Gesicht furzen. Ah ja, aber es ist nur, wenn Sachen mit einem grünen Sockel da sind. Lebensmittel. Alles klar. Gehen wir weiter. Holy guacamole! Was? Oh man! We gotta tell the guys! Coon! Was? We found missing cats! A whole room of them! Dude, is Scrambles one of them? Negative. None of them are fat and old. Then what about the girl? We're still tracking her. We have to find out what she knows. Get going. We're so close I can smell it. Come on, sidekick. Was? Bio gefangen. Could be a boss battle coming up. Better make sure you're stocked up on healing items and have your best artifacts quick. That was a hell of a tip. Okay. Perhaps your amazing ass powers could clear the way. Ah. So. Lol. Hey, buddy. Ah. Those Red Falls. Ich hole mal ein bisschen was. Rattengiftpackung.
Können wir noch was craften? Es kommt anscheinend jetzt ein Bosskampf. So. Heilmittel. Nochmal ein paar Burritos. Ah, man kann also mehr herstellen, alles klar. Ja, machen wir mal ein paar. Ich meine, wir haben jetzt gleich Crafting Rang 11 freigeschaltet. Soweit craften wir mal eben. Nice. Cyber Wolf Helm. Oh, machen wir mal. Und an Artefakten nichts Neues. Haben wir hier irgendwas? Also riesige Artefakte meine ich jetzt. Nee, leider nichts. Alles klar. So. Hold on, Sidekick. Sounds like there could be trouble behind that door. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. There's someone in there. Get ready. One, two, diabetes! See, I told you the cops were chasing me. And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Statt dass das verbal geklärt wird, ich verstehe es nicht. That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom fought it during labor and it gave him diabetes that he uses to fight crime. That is not how people get diabetes. If they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch too. Oh shit, y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business with y'all Tony Soprano looking motherfuckers. Okay, das heißt, sie ist schon mal nicht mein Feind. Let's see your diabetes. Das heißt, sie ist schon mal nicht mein What the? I want my keys. I don't have your keys, man. He's wasted on red wine. Red wine drunk is the worst drunk there is. Let's get the fuck out of here. All right, Captain Diabetes. This is it. Give me my fucking keys. Nein, ich will nicht nochmal gegen Randy kämpfen. Was? Red Wine Drunk Randy. Das Bild. Wie klasse ist das denn? You're being unreasonable, Mr. Marsh. Let me call your wife. Was? Ich habe die Zeit, um den Zug deines Gegners aufzuheben. Ja, machen wir. Y'all can't be using your ass to speed up time and skip people turns and shit. I have a really good feeling about this, guys. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was ist denn B? Tauschplatz mit einem Gegner und füge ihm Schaden zu. Warte. Don't let him drink anymore. Nein. So machen wir das. So, nice. Das könnte brennen. Ah, cool. Cool, doch. Das hat geklappt. Ja, toll. Kann ich jetzt leider... Doch. Nice. Können wir doch machen. Das ist gut. Wir können ihn doch ein bisschen stunnen. Das ist gut. Duck dich mal oder sowas. Dann machen wir den erstmal. Der bringt nämlich ein bisschen mehr Schaden. Das ist gut. Wir müssen jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Ist halt leider so. Bam. So, jetzt er dran. Ich glaube, meine Eier sind schon über meinen Magen. Shit, okay. Hang on, Sharon's texting me. Nachricht can't von Sharon. Type. Why the fuck can't I type? Why are my thumbs so big? Hey Siri, fucking take a note, tell my wife to fuck off, cause I'm fighting. Poop emoji. Ja, wow. Wow. Machen wir ja ganz einfach wieder den gleichen. Tauschen mal wieder den Platz. Warum unterstützt sie ihn jetzt? Was soll denn das?
Du weißt doch halt, dass wir keine Cops sind, ey. Was soll denn das? Ah, okay, können wir nichts machen, ne? Ja, beenden wir. Jetzt läuft er sich voll. Brennt erstmal. Das ist meine Schlüssel. Ja, passt. Alles gut. Alles gut. Er trifft sich jetzt sowieso immer selber. Oh man, she sounds pissed. Which one of you assholes told Sharon I was here? Hold on. Be home soon. Was? Looking Komm for bald my nach Hause. Such keys. Meinen Scheißschlüssel. Heart XOs. Give it up, you and your tiny pews. Wow. Freunde, jetzt bist du so wie. Er hat sich halt selbst vernichtet. Wow. Schöner Kampf. Alright, I'm gonna take a cab. There. Nobody drinks and drives on Captain Diabetes. Echt gut. Genial. Genital-Talisman. Charakterbogen von Captain Diabetes. Ja, nice. Cool. 110 Erfahrungspunkte. Okay. Bin ich mit einverstanden? Sehr schön. All I know is there's a kingpin trying to get new high-grade drugs out on the street. It's somebody trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Enough small talk. Where is Scrambles? Scrambles? We need this reward money for our superhero franchise. Oh shit, y'all just want a cat? So then there's Cisco. He just some low-class asshole started working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city because some big-shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. But not me. I'm my own pimp, you know what I'm saying? It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that to some high-paying nigga talking about trying to make more money off crime and shit. Classy, I'm sorry, but what about the cats? Oh, that cats? Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Sorry, Mrs. Cartman. Please don't tell my mom. And who is this stripper woman? These coon friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine, fast pass, take her to your house. Okay. Nice. Ja, cool. And now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park. Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Buca de Fagaccini where the vigilante declared war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person farting in people's faces on their balls. It was just terrifying. The kid came in and just started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons! Police called to the scene, found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick? There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, midget, and of course, the question on everyone's mind now, who is the farting vigilante? This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow. All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese and Russians do the rest.
Everything has to be discreet and quiet, or people are gonna learn the truth. That we put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Or the sixth graders. Okay. Eine ziemlich lange Sequenz. Oh man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the king. Ein weiterer Tag in South Park. So. How do you do that? That was dumb. Wie soll das gehen? Das war dumm. Was? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Part, beziehungsweise mit dieser Aufnahme von South Park, der rektakulären Zerreißprobe. Es war wie immer schön. Wir rüsten jetzt eben noch zum Schluss unser neues Artefakt aus. Ein mächtiger Kanal für Schwarzmagie. Der geborgen aus der Unterwelt in Randys Schrank. Plus 5 verbündet, plus 18% verbündeten Gesundheit. Nice. 160. Ja, ist schön. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein oder seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin und tschüss. Alright, Buttlord. It's time for us to get the information we need from Classy. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen out.